Möchte ich jetzt, dass Menschen sich durch mich scheiße und nicht gesehen fühlen? Oder möchte ich drei Dinge unbequemer machen und damit fühlen sich Menschen gesehen? Und ich verstehe nicht, dass du mir ins Gesicht gucken kannst und sagst, das ist mir aber scheißegal. Also ich hatte ja schon gesagt, du bist mir nicht scheißegal, wenn du... Ja. Nee, aber ne, ich habe das jetzt überspitzt. Aber wenn die überbordende Mehrheit es ablehnend sieht, da muss man da halt, finde ich, schon drauf achten, dass man die Leute nicht verliert. Ich bin Saskia, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Content Creatorin, bin in der queeren Bildung tätig, bin Podcasterin und angehende Autorin. Ich habe einen persönlichen Bezug zum Thema Gendern, weil ich selbst nicht binär bin. Ich heiße Julia, bin 29 Jahre alt und bin Journalistin, vor allem beim Bayerischen Rundfunk. Ich gender nicht und lehne eigentlich so gut wie alle Formen des Genderns ab. Gendern trägt zu mehr Gleichberechtigung bei, weil Sprache Realität schafft und Sprache vor allem das schafft, was wir als am Ende als normal oder nicht normal definieren. Und wenn Frauen und nicht-binäre Menschen unsichtbar bleiben, dann finden sie auch in unseren Bildwelten weniger Platz. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Leute davon ausgehen, dass Gendern wirklich etwas in der Realität verändert, weil das eigentlich nur minimal, wenn überhaupt, der Fall ist. Und trotzdem wird so ein großer Eingriff in die Sprache vorgenommen, was ich für nicht rechtfertigbar halte. Okay, spannend. Soll ich das jetzt anziehen, oder? Interessantes Outfit. Mir geht es freudig aufgeregt. Also ich bin einfach super gespannt, was mich erwartet. Ich habe ja absolut keine Ahnung, wer da gleich kommt und bin gespannt. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös. Was ich befürchte, ist, dass jetzt irgendein Typ hier reinmarschiert kommt, der mir erklärt, wie diskriminiert ich bin. Ich hoffe, das ist eine Frau. Also ich bin jetzt bereit auf jeden Fall. Hi. Hi. Hallo. Hallo ihr beiden. Ihr durchlauft jetzt drei Runden, in denen ihr persönliche Fragen über euch selbst beantwortet. Das Wichtigste dabei, hört einander zu, lasst euer Gegenüber seine Geschichte erzählen, seid offen und ehrlich. Okay. Stellt euch die folgenden Fragen im Wechsel und beantwortet sie beide. Und Frage 1 ist, hervorstechen oder anpassen? Hervorstechen. Hervorstechen. Logik oder Bauchgefühl? Ich bin für Koexistenz, aber dann Bauchgefühl. Bei mir auch beides, aber ich tendiere tatsächlich auch eher zu Bauchgefühl, weil das echt nicht zu unterschätzen ist. Harmonie oder Provokation? Oh, eigentlich auch beides, aber ich bin jetzt nicht so ein harmoniebedürftiger Mensch. Beides, würde ich sagen. Also ich würde mich für die Provokation entscheiden, weil ich glaube, dass keine Harmonie ohne Wahrhaftigkeit entstehen kann. Beständigkeit oder Wandel? Wandel. Oh, ich kann mich schlecht entscheiden, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ich würde auch zu Wandel eher tendieren. Aber es kommt immer auf die Art des Wandels drauf an. Das heißt nicht immer, dass es besser wird. Es muss schon besser werden mit dem Wandel. Kommt drauf an, für wen. Aber ja. Am besten für alle. Am besten für alle. Welches Hobby hat dich besonders geprägt? Also mein Hobby, das Tanzen hat mich sehr geprägt. Ich komme eigentlich aus dem Leistungssport und kenne das eben auf sehr hohem Niveau, mich mental und physisch zu belasten. Das hat auf jeden Fall meine Disziplin sehr beeinflusst. Und was hast du genau getanzt? Was ganz verschieden. Ich hab Hip-Hop getanzt, ich habe Rock'n'Roll getanzt, ich habe Modern getanzt, ich habe Jazz getanzt, ich habe Contemporary getanzt. Ich glaube, das Tanzen war auch mein Safer Space. Es war der Ort, wo ich mich selber ausdrücken konnte. Und das war für mich sehr wichtig, ja. Was hat die Entwicklung deiner Identität besonders beeinflusst? Ich habe eine Zwillingsschwester
Und dadurch waren wir immer im Doppelpack. Und da sucht man sich natürlich schon immer so seine eigene Identität oder will was anderes anhaben. Also ich wollte zum Beispiel nie dieselben Klamotten tragen wie sie und habe dann auch immer darauf bestanden, dass ich die glatten Haare habe und sie die Locken und ja, solche Dinge. Also man wollte unbedingt so sein eigenes Ich finden und eine eigenständige Person sein und auch so von anderen wahrgenommen werden. Ja, voll spannend. Also ich kann da tatsächlich auf eine vielleicht andere Weise relaten. Ich habe immer schon einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn gehabt. Und Dinge, die ich nicht verstanden habe, die habe ich immer hinterfragt und halt auch schon als jugendliche Person. Es war deswegen nicht immer einfach, aber ich bin deswegen, glaube ich, da, wo ich heute bin. Frage an beide. Welche berühmte Persönlichkeit inspiriert euch? Also, mich inspiriert nach wie vor Lady Gaga sehr stark. Die hat am selben Tag wie ich Geburtstag. Ehrlich? Ja. Ja. Genau, das ist für mich eine unfassbar inspirierende Frau, die mit einer Selbstverständlichkeit polarisiert hat und den ganzen Müll und Dreck und Schlotz des Backlashes über sich ergehen lassen hat und trotzdem bei ihren Ansichten geblieben ist, trotz der Schwierigkeiten. Und ich mag nicht zu viel verraten, aber ich glaube, dass wir uns sehr viele ähnliche Werte teilen. Also jetzt gerade habe ich kein lebendiges Beispiel, aber mich hat vor einigen Jahren, als ich noch in der Schule war und ein Referat halten musste, hat mich Nelson Mandela inspiriert, weil ich mich gefragt habe, wie man 27 Jahre im Gefängnis aushalten kann, ohne dass man da als gebrochener Mensch rausgeht. Das ist ja praktisch mein ganzes Leben, die er in diesem Gefängnis verbracht hat. Und da nicht psychisch zugrunde zu gehen, ja, und nachher noch der erste schwarze Präsident zu werden von Südafrika. Also ja, faszinierend. Ja, verstehe ich. Kann ich gut verstehen. Nenne eine Sache, die du und ich deiner Meinung nach gemeinsam haben. Ich glaube, dass wir beide engagiert sind. Glaube ich auch. Ich glaube, dass wir beide engagiert sind und dass wir beide sehr willensstark sind in dem, was wir rüberbringen wollen und was uns am Herzen liegt, das glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also, dass wir beide so unsere Überzeugungen haben, ja, und dann dafür einstehen. Sag deinem Gegenüber etwas, das du jetzt schon an der Person magst. Ich mag deine sympathische Ausstrahlung. Also, ich finde, du lächelst viel. Sobald du bist reingekommen und hast viel gelacht. Ja, doch, ich glaube, ich kann dich gar nicht so doof finden. Ja, spannend. Okay, ich lache tatsächlich sehr, sehr viel. Ich finde an dir sympathisch, dass du mir in die Augen schauen kannst und dass ich das Gefühl habe, dass wir auf irgendeine Art und Weise schon ein verbindendes Element haben, einfach vom Vibe. Ich bin Saskia, ich bin 30 Jahre alt. Meine Pronomen sind keine, das heißt nur mein Name oder they, them. Ich engagiere mich für gendergerechte Sprache, weil es mir wichtig ist, diverse Geschlechtsidentitäten wie zum Beispiel Frauen, nicht-binäre Menschen auch in der Sprache sichtbar zu machen und damit auch das Bild der Gesellschaft abzubilden. Ich heiße Julia, bin 29 Jahre alt. Ich gender nicht und lehne eigentlich so gut wie alle Formen des Genderns ab. Ich finde, dass man das generische Maskulinum beibehalten sollte, weil es die fairste Form für alle ist. Es ist die generische Form. Und wenn man anfängt, Doppelnennungen zu verwenden, zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen, dann beschweren sich wieder diejenigen, die dann nicht mitgemeint sind, die nicht-binären Personen. Und man fängt an, Verteilungskämpfe oder so Sprachkämpfe zu starten. Ich glaube, dass es wichtig ist, Menschen den Zugang zu gendergerechter Sprache zu erleichtern und dass wir anfangen zu erklären, worum geht's dir überhaupt. Und es geht da um unsere Werte, es geht darum, dass wir Menschen mit einbeziehen, dass es uns alle betrifft und vor allem auch, dass zum Beispiel Kindern durch das Gendern ganz neue Perspektiven eröffnet werden. Ich habe oft den Eindruck, dass, wenn ich nicht gendere, dass Leute über mich denken, ich wäre reaktionär oder irgendwie rückständig und hätte noch nicht die oberste Stufe des moralisch guten Sprechens erklommen. Und glaube, dass es der Gesellschaft nicht wirklich gut tut, wenn sich da zwei Lager bilden, weil das auch eine Gesellschaft spaltet. Guck mal, da hast du mich direkt beim Namen genannt.
oh Gott, ich habe so viele Dinge, die ich voll verstehe, die du sagst. Mhm. Und wiederum Dinge, die ich natürlich auch aus einer betroffenen Sicht ganz anders sehe. Ne? Was denkst du jetzt gerade? Also ich wusste überhaupt nicht, dass du dich jetzt als nicht binär identifizierst. Das war mir jetzt total neu und das hätte ich dir jetzt auch überhaupt nicht angesehen oder so. Wie sieht denn das aus? Das ist ja das Problem. Also ich kategorisiere und ich glaube, das macht so gut wie jeder in Mann und Frau. Und dann weiß ich natürlich, es gibt Leute, die sich dann nicht so zuordnen lassen wollen und das auch nicht sind. Mhm. Aber als Außenstehender ist es halt sehr schwer zu wissen. Woher soll ich das wissen, wie du dich fühlst? Also wenn ich jetzt dich sozusagen als sie bezeichnen würde, dann würdest du dich ja angegriffen fühlen, oder? Nee, das ist ja erstmal eine Annahme. Ne? Also ich glaube, in dieser ganzen Debatte geht es überhaupt nicht um das Nicht-Akzeptieren von einer Fehlerkultur. Ne? Also ich habe gar kein Problem damit. Der Angriff geschieht ja dann, wenn ich versuche, mit all meiner Kraft dir zu erklären, wie es ist und dich um etwas bitte. Und ich das nicht mache. Und du es nicht machst und mir meine Identität absprichst und sagst, es gibt's nicht. Aber das würde ich nicht machen. Genau, aber das ist ja... Zumindest versuchen, das nicht zu machen. Na? Natürlich würde mir vielleicht hin und wieder noch das Wort Frau rausrutschen, wenn ich über dich rede sozusagen, wenn ich nicht dran denke. Aber wenn du mir sagst, du willst so und so bezeichnet werden, dann versuche ich mich dran zu halten, weil ich ja weiß, dass du das sonst als Angriff wahrnimmst oder dich verletzt fühlst. Aber das Problem ist ja, wenn man jetzt... die Sprache Gender zum Beispiel, würdest du ja sagen, du erwartest das von allen Menschen, dass sie das tun. Weil nur so fühlen sich auch Menschen wie du angesprochen von dieser Sprache. Und das halte ich dann wieder für ein Problem, weil man dann einer Mehrheit diktiert, was eine Minderheit gerne hätte. Aber sind wir denn nicht alle Teil einer demokratischen Gesellschaft in Deutschland? Oder sind jetzt meine Ansichten weniger wert? Aber Demokratie bedeutet, die Mehrheit gibt vor, was gemacht wird. Wenn wir über Menschenrechte sprechen. Aber das ist wieder ein Totschlagargument. Aber warum? Ich bin absolut nicht dafür, zu sagen, wir müssen alle gendern. Wir müssen alle gendern. Das habe ich übrigens noch nie gesagt. Und ich kenne auch keinen Menschen tatsächlich in meinem Kollegium, das hier gesagt hat. Bei dieser Gender-Debatte wird ja immer von dieser Brechstange gesprochen. Also wir haben ja, die Gender-Debatte ist ja groß geworden, durch Worte wie Genderzwang. Es gibt keinen Zwang, dass man gendert, aber so diese Wahrnehmung vieler Leute ist halt da, dass man dazu umerzogen werden soll. Und da spielen ja auch Medien eine riesige Rolle, weil die sind ja das Sprachrohr. Also die verwenden Sprache als Werkzeug und wenn die plötzlich eine Sprache von einer Minderheit übernehmen, also ein Sternchen verwenden, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung das eigentlich gar nicht mag, dann halte ich das echt für ein Problem. Und da verlieren wir halt, auch ich als Journalistin merke das ja, wir verlieren Zuspruch in der Bevölkerung, auch wegen diesem Gender-Thema. Wenn wir über Medien sprechen, dann glaube ich nicht, dass es an dem Sternchen liegt. Ich glaube, es liegt daran, Framings zu benutzen, Zwang, Ideologie beim Thema Queersein. Kein Mensch der Welt möchte eine Ideologie, kein Mensch der Welt möchte einen Zwang über sich ergehen lassen. Und dann ist natürlich das Erste, was Menschen sagen, was? Ich werde hier gezwungen, wenn ich ein Thema immer wieder als unglaublich kontrovers pushe und als gefährlich darstelle. Es ist kontrovers. Es ist halt, also zum Beispiel, ich komme auch aus eher so einem, sagen wir, ländlichen Umgebung. Und wenn ich da mit meinen Eltern rede, die auch nicht studiert haben, nicht aus einer akademischen Welt kommen, für die ist es halt gendern zum Beispiel. Also die verstehen, also muss ich erst mal erklären, dass es gendern heißt und wussten erst auch gar nicht, was das sein soll. Ah ja, das ist das, wo die Leute so komisch abgehackt reden. Mhm, und für die ist es eine komplett andere Lebensrealität. Und so geht es halt voll vielen Menschen, die sind da vor den Kopf gestoßen. Die verstehen es nicht und die merken dann einfach, wie sehr sich dann so eine mediale Welt, Inszenierung fast schon, von ihnen entkoppelt. Da stimme ich dir tatsächlich total zu. Ich glaube, dass wir ein großes Problem haben, Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Wenn die Mehrheit diese Dinge ablehnt, dann liegt das auch ganz häufig daran, dass Menschen keine Berührungspunkte mit Menschen haben, die das wirklich betrifft. Oder wir keine Stimmen haben in der Öffentlichkeit von Menschen, die das wirklich betrifft. Bestes Beispiel sind meine Großeltern, sind beide über 80. Mhm. Die haben das Gendern total Banane gefunden. Mhm. Ja? Aber sie haben eben ein Enkelkind und dieses Enkelkind betrifft das. Mhm. Und meine Großeltern schaffen das mit über 80. Mhm. Weil sie einen Berührungspunkt haben und weil wir angefangen haben, einander zuzuhören. Wir müssen das Menschen nur nahe bringen. Und das ist meiner Meinung nach das Problem, dass wir mittlerweile im Bundestag zum Beispiel auf so einer hochpolitisierten Ebene sprechen, wo kein Mensch mehr eine Ahnung hat, worum es da geht.
Mhm. Ja. Wir müssen das sprachlich runterbrechen. Und das ja, aber sprachlich runterbrechen und dann gleichzeitig gendern? Genau. Das sind die Männer. Das sind die Frauen. Und das daneben, das Sternchen, das steht für alle, die dazwischen sind, sowohl als auch. Ich sehe das auch so, wenn ich zum Beispiel das Geschlecht von einer Person weiß. Wenn ich weiß, okay, du bist eine Frau, ich sage gerne Journalistin. Wenn ich aber über eine mir unbekannte Personengruppe spreche, dann sage ich nicht die Journalisten. Weil darunter können nicht-binäre Menschen sein und Frauen sein. Also gebe ich das Bild im Kopf, genauso wie bei Richter oder Anwalt. Ich möchte nicht, dass Menschen eine Gruppe vor Augen haben, die alle männlich gelesen sind und einen Anzug anhaben. Sondern darunter sind tolle Richterinnen und auch RichterInnen. Aber eigentlich gibt doch die Realität das Bild vor, was man im Kopf hat. So ist es zumindest bei mir. Wenn ich zum Beispiel an das Wort Wähler denke, also ja. Wähler zum Bundestagswahl ja. oder Landtagswahl oder so, dann denke ich an Menschen in einer Schlange, die alle über 18 sind. Und das sind Frauen wie Männer, auch wenn ich das Wort Wähler verwende. Und da merke ich halt, und das ist für mich ein gutes Beispiel, zu merken, ja hey, die Realität prägt mein Denken und nicht die Sprache prägt mein Denken. Weil sonst würde ich ja auch Kinder mitdenken beim Wort Wähler und nur Männer offenbar. Aber so ist es nicht. Naja, aus psychologischer Sicht ist man sich ja aber schon einig, dass die Sprache unser Denken beeinflusst. Na, wenn wir zum Beispiel auch an die Freie Berliner Universität denken, diese Experimente, die sie mit Kindern gemacht haben. Wo man halt gesagt hat, okay, es gibt zwei Berufsgruppen. Das ist hier Geschäftsführerin und Geschäftsführer oder Pilot oder Pilotin. Dass dort halt herauskommt, ist, dass einfach Mädchen das Gefühl hatten, sie können halt eher Pilotin werden und sich damit identifizieren und eher gewollt waren, sich den geschlechterspezifischen Beruf aufzusuchen, als jetzt den sogenannten Männerberuf. Und das ist halt eine Befeuerung von Geschlechterrollen, die wir einfach nicht brauchen. Also ich bin auch dafür, dass jeder Mann wie Frau werden kann, was er will und dass man alle Möglichkeiten hat und dass man auch nicht ein Kind danach erzieht, ja, das sind typische Frauenberufe und typische Männerberufe und Pilotin oder Pilot als Frau, das ist ja eher untypisch und lass mal die Finger davon, davon halte ich nichts. Jeder soll das machen, worauf er Bock hat und auch animiert werden, dahin zu kommen. Aber die Frage ist halt einfach, muss man das so durchdrücken mit so einer Sprache oder bringt die Sprache da wirklich was in dem Fall? Natürlich. Und wenn ich jetzt von den Frauen weggehe, die dadurch eben präsentiert sind, auch vielleicht auch nochmal, um nicht-binäre Menschen zu sprechen, aber einfach auch von mir selber zu sprechen. Ich weiß, dass meine Geschlechtsidentität in dieser Gesellschaft so gut wie keine Berechtigung hat, belächelt wird und nicht ernst genommen wird. Und alleine dieses Sternchen würde eine Haltung zeigen, dass ich wenigstens existieren und stattfinden darf. Also Anerkennung willst du? Genau, wenn wir sagen, alle Geschlechter sind in unserer Gesellschaft gleichgestellt und das wollen wir erreichen, das muss natürlich das sein, was ich möchte. Also wenn ich sage, darauf habe ich keinen Bock. Also gleichberechtigt möchte ich, dass alle Menschen gleichberechtigt sind, denn gleich behandelt werden. Und dann hat das für mich damit zu tun, dass Frauen, Männer und nicht-binäre Menschen in der Sprache gleich behandelt werden. Mhm. Und das setzt für mich das Gendern voraus. Und, ja. und das ist der Grund, warum ich das tue, weil ich daran glaube, dass wir es schaffen müssen, nicht-binäre Menschen, Frauen und Männer miteinander zu sprechen, uns gegenseitig zu respektieren und eben nicht in dieses Intoleranzparadoxon zu fallen. Weil wenn ich tolerant gegen Intoleranz werde, dann stirbt die Toleranz mit der Toleranz. Mhm. Ich weiß, es hört sich wild an. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Dann aber, haben wir ein Problem. Ja, aber ich kann ja trotzdem tolerant sein, ohne solche Sprachformen zu verwenden zum Beispiel und mich dem zu verweigern. Und das, finde ich, ist halt immer so der Knackpunkt, von wem man... Ich respektiere das total, wenn du so sprichst. Genau. Und also da würde ich auch niemand von außen sagen, hey, du redest doof und jetzt hört auf damit. Das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise, weil das kann ich nicht bestimmen. Aber wenn du das von mir verlangst, dass ich das mache, und das ist ja oft das, was von Aktivisten oft drüber transportiert wird zu einem, dass es dann irgendwie von einem verlangt wird, weil man sagt, das ist ja die alte Art des Sprechens und du musst dich jetzt weiterentwickeln, wie man jetzt moralisch richtig spricht. Also ich finde, dass Gendern halt schon so eine sehr abgehobene Art des Sprechens ist. Also du musst es erstmal beherrschen mit Sternchen oder hier mit Unterstrich oder es gibt ja nicht nur die normalen Formeln, die man einigermaßen mit ja, sowas wie Lehrer, LehrerInnen, die man so gendern kann, sondern man muss ja sehr viel mehr in der Sprache dann auch ändern. Also gerade Relativpronomen oder so funktioniert dann auch nicht mehr so einfach, wenn man sagt, der Arzt, der die Patientin operiert, der die Ärztin, der die Patientin, also da kommt man nicht zum Ende. Und ich glaube, dass es in der geschriebenen Sprache einigermaßen noch funktionieren kann, weil man dann Schrägstriche macht, aber beim
gebrochenen Wort finde ich das enorm schwierig und das kompliziert, verkompliziert hat einfach sehr, sehr vieles. Also ich glaube tatsächlich, dass es erstmal eine Übung ist. Ich bin total bei dir. Die deutsche Sprache ist eine scheiß komplizierte Sprache. Die deutsche Sprache ist nicht das Galanteste und die Gender-Idee ist auch nicht die Galanteste. Ich finde es verwirrend, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben und uns nicht geeinigt kriegen, ob es jetzt der Gap ist, ob es jetzt der Doppelpunkt ist, ob es jetzt der Sternchen ist oder keine Ahnung. Ne? Wir müssen ja irgendwo anfangen. Und das ist ja der Versuch. Das ist nicht, ich sag dir, ich glaube nicht, dass durchs Gendern wir in 20 Jahren gleichberechtigt sind. Das ist nicht, was ich sage. Ja, aber warum machen wir es dann? Weil Sprache sich immer schon über Jahrhunderte verändert hat. Aber das auf eine natürliche Art und Weise. Und das, was wir jetzt machen mit dem Gendern, ist ja eher so ein, dass es eher von oben, zumindest die Wahrnehmung von oben, aufoktroyiert wird, weil bestimmte Medien, ich finde, die spielen da schon eine große Rolle, diese Sprache immer weiter reproduzieren. Und das kannst du gut finden, aber das befremdet halt einfach sehr viele andere Menschen, die damit nichts anfangen können. Ich verstehe das, aber wenn ich mir überlege, was wir früher alles befremdlich fanden, dann sind da ganz schlimme Dinge draus geworden. Wir fanden es früher auch befremdlich, dass Frauen wählen gehen. Also alles, was Menschen befremdlich finden, hasst unser Gehirn. Unser Gehirn liebt das, was es kennt, immer. Wenn du sagst, so von oben nach unten doktriniert, das finde ich eigentlich spannend, weil das Thema Frauen oder nicht-binäre Menschen oder Intermenschen sichtbar zu machen, das kommt ja eigentlich aus einer Marginalisierung heraus. Das kommt ja eigentlich daher, dass durch Social Media und so weiter Menschen Gehör bekommen, mehr die sie vielleicht davor nicht hatten. Früher, ja, das stimmt schon. Klar, die haben jetzt deutlich andere Möglichkeiten, sich dann auch hörbar zu machen. Das heißt, die was ich eben nicht schlecht finde, aber ich finde es auch sehr ideologiegetrieben. Also die Sprache wird dadurch politisch aufgeladen. Also man kann jetzt nicht, die Lager vielleicht sind nicht ganz so beim Gendern, wie vielleicht vor ein paar Jahren. Wir haben das Wort Ideologie schon wieder. Wir haben schon wieder ein Framing. Ja, aber trotzdem, ich finde es wichtig, dass wenn man anfängt zu sprechen, dass man dem anderen nicht sofort die politische Gesinnung ansehen kann oder durch die Sprache dann wahrnehmen kann. Weil das schafft nur Probleme. Das schafft einfach nur Distanz zueinander. Was ist denn meine politische Gesinnung? Ein Gutmensch oder wie nennt man das genau? Also was ist denn meine politische Gesinnung? Ja, also es ist schwer, finde ich, links und rechts hier das Schema aufzumachen. Also klar ist eher wahrscheinlich linker und die anderen, die das nicht machen, rechter. Und das nervt mich oft, dass man dann so abgestempelt wird. Und dass man oft auch, finde ich, dann sofort als irgendwie mit Wörtern wie rechts etikettiert wird, wenn man es nicht macht und wenn man sich auch dagegen ausspricht. Wenn wir über das Gendern sprechen, dann ist es völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, ich möchte das nicht tun. Mhm. Darum geht es überhaupt nicht. Mhm. Sondern es geht darum, dass wenn wir über Personengruppen sprechen, die wir weiterhin unsichtbar machen, dann bleibt das so, wie in den letzten 100 Jahren. Glaubst du, dass Sprache wirklich so eine starke Macht hat? Ja, das glaube ich. Das glaube ich überhaupt nicht. Das glaube ich. Das ist unser Knackpunkt, glaube ich. Je mehr Menschen Worte benutzen oder nicht benutzen, vor allem, weil sie es wollen, weil ich mich frage, welcher Mensch möchte ich sein? Möchte ich jetzt, dass Menschen sich durch mich scheiße und nicht gesehen fühlen? Oder möchte ich drei Dinge unbequemer machen und damit fühlen sich Menschen gesehen? Und ich verstehe nicht, wenn ich dir das sagen würde und noch viel mehrere Leute das sagen würden, dass du mir ins Gesicht gucken kannst und sagst, das ist mir aber scheißegal, weil du bist eine Minderheit. Und das ist etwas, das verstehe ich nicht. Also ich habe es ja schon gesagt, du bist mir nicht scheißegal, wenn du... Ja. Nee, aber ich habe das jetzt überspitzt gesagt. Ja, aber man muss halt schon bedenken, es gibt dann einfach einen Bruchteil in der Gesellschaft, der das wichtig findet. Aber wenn die überbordende Mehrheit es ablehnend sieht, und das haben ja jetzt wirklich sehr, sehr viele Studien mittlerweile gezeigt, dass der Großteil der Bevölkerung dagegen ist und es sich eigentlich fast schon noch mehr davon abwenden in den letzten Jahren, weil das Gefühl da ist, es wird irgendwie durchgedrückt, was wir gar nicht wollen. Und da muss man halt, finde ich, schon darauf achten, dass man die Leute nicht verliert und dass man so tut, als wäre die Mehrheit einem scheißegal. Ich halte Julia für auch die Person, wo ich am Anfang auch gesagt habe, sehr willensstark und sehr diszipliniert in der Sache, für die sie steht. Meine Meinung zum Gesamtkontext hat sich durch das Gespräch zwar nicht verändert, aber was sich verändert hat, ist, dass ich noch mal mehr ein Augenmerk darauf legen möchte, mich mit den Sorgen hinter dem Gendern zu befassen und mehr mit Menschen in Diskurs zu gehen, die das anders sehen als ich. Ich halte Saskia nach wie vor für eine sehr sympathische Person. Wir ticken natürlich in vielen Dingen wahrscheinlich komplett anders und werden unsere Meinung dahingehend jetzt auch nicht komplett revidieren. Aber ich verstehe schon, dass sie natürlich in der betroffenen
Perspektive ist und dadurch auch andere Erfahrungen gemacht hat als ich. Trotzdem glaube ich, dass ich nun mal schon auch anders denken darf zu diesem Thema, weil ich die Mehrheit der Gesellschaft repräsentiere, die da eben eher damit fremdelt, in dieser Art und Weise zu sprechen. Das Experiment hat mir sehr gut gefallen, war aber auch herausfordernd, weil ich schon das Gefühl habe, dass eher traditionell und konservative Werte auf eher individuelle und progressive Werte stoßen. Ich glaube, am Anfang, als wir uns noch gar nicht richtig kennengelernt haben, da fanden wir uns gegenseitig ziemlich sympathisch. Aber als es dann politischer wurde, da hat man dann schon so ein bisschen die Dinge gemerkt, wo wir dann uns überhaupt nicht einig sind. Ich habe schon so eine kleine Hoffnung gehabt, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr Wissbegierigkeit vielleicht auch für ja, marginalisierte Menschen irgendwie noch mehr da ist und so eine Hinterfragung eigener Privilegien. Es ist natürlich immer schwierig, gegenüber so einer betroffenen Perspektive anzuargumentieren, weil man sehr schnell dann das Gefühl bekommt, dass man dagegen nicht ankommt oder dass Argumente von einem weniger wert sind, weil man selber ja nicht in dieser Sprechposition ist, sich gegen das Gendern stellen zu dürfen. Das war mal wieder ein spannendes Gespräch. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier könnt ihr ein weiteres Sag's mir Video sehen und hier unten ein weiteres Video auf dem Kanal anschauen.